Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein super leckeres veganes Rezept für euch. Und zwar machen wir heute Chili Crisp Öl Pasta. In meinem Fall Chili Crisp Öl Spaghetti. Ihr könnt jede Pastasorte verwenden, die ihr gerne habt. Ich verwende Spaghetti und zwar benötigen wir 250 Gramm Pasta, eurer Wahl. Wie gesagt, und ich verwende Spaghetti Nummer 3. Ihr könnt auch die 5er nehmen, die sind halt dicker. Ich finde es jetzt mit der Soße eben besser, mit diesen dünneren. Deswegen Nummer 3. Aber wie gesagt, auch jede andere Pastasorte, die ihr mögt, 250 Gramm. Dann eine sehr große Zwiebel und dazu insgesamt 3 Knoblauchzehen. Es geht weiter mit 230 Milliliter Kokosmilch und zwar die cremige Variante. Natürlich Olivenöl zum Anbraten. Sowie, was darf natürlich auch fast nie fehlen, Salz und Pfeffer zum Würzen und Abschmecken. Einen Teelöffel Agavensirup, den verwenden wir zum Karamellisieren, weil wir die Zwiebel schön klein schneiden und dann so circa 10 Minuten anbraten auf niedriger Temperatur. Dafür dann auch ein bisschen Süßungsmittel, also in meinem Fall jetzt Agavensirup. Ihr könnt natürlich auch normalen Zucker verwenden. Einen Teelöffel. Ganz wichtig sind 2 Esslöffel Chili Crisp Öl. Chili Crisp Öl ist ein Chiliöl, in dem auch Chiliflocken drinnen sind. Genau, gibt es in größeren Supermärkten oder asiatischen Läden oder natürlich online zu kaufen. 2 Esslöffel und zusätzlich könnt ihr am Ende natürlich als Topping auch noch was drüber geben. Und dann auch schon zu guter Letzt muss ich noch aus dem Hochbeet holen, eine gute Handvoll frische Petersilie. Das wäre es auch schon, ist ein super einfaches Rezept, sehr leckeres Rezept und geht auch schnell. Man muss halt nur sowohl Knoblauch als auch Schärfe mögen. Und dann würde ich sagen, ja, legen wir los. Zu den Vorbereitungen. Ich habe meine Pasta, die sind schon im Topf, also 250 Gramm, wie gesagt. Spaghetti Nummer 3 verwende ich. Habe ich jetzt schon hier drüben im Topf, die koche ich al dente und wenn die al dente sind, einfach absieben und beiseite stellen. In einer Pfanne habe ich Olivenöl hineingegeben, das erhitzt jetzt auf niedriger Temperatur. Und meine große Zwiebel habe ich einmal halbiert und dann in Halbringe geschnitten. Und dass wir dann so Halbringe haben, weil die karamellisieren wir schön. Ihr könnt das natürlich auch klein würfeln, aber ich finde es mit dem Karamellisieren besser, wenn das so Halbringe sind. Finde ich, schmeckt einfach geschmacklich dann besser und so auch vom Mundgefühl. Und die Knoblauchzehen habe ich geschält, die werde ich wie immer mit der Presse pressen, könnt ihr aber auch klein fein hacken. So, in das erhitzte Olivenöl gebe ich jetzt meine ganzen Zwiebelhalbringe. Ja, also wie gesagt, Olivenöl auf niedriger Temperatur erhitzen, dann die Zwiebelringe dazugeben, schön auf niedriger Temperatur. Das Ganze salze ich jetzt, also ich gebe hier ein bisschen Salz drüber, ein bisschen Pfeffer und einen Teelöffel Agavensirup. Ihr könnt aber auch normalen Zucker verwenden oder ihr könnt auch braunen Zucker verwenden, nämlich Agavensirup. So, einfach hier rein, einmal verrühren und jetzt circa 10 Minuten schön, schön anrösten, karamellisieren. Wenn ihr noch Olivenöl braucht, ich habe jetzt eine beschichtete Pfanne, da geht das natürlich einfacher, wenn ihr keine beschichtete Pfanne habt, bitte sehr niedrig halten die Temperatur und einfach Olivenöl noch dazugeben dann, wenn es sein muss. Aber so circa 10 Minuten braucht das auf jeden Fall. So, nachdem das jetzt 10 Minuten karamellisiert ist, seht ihr, es ist schön goldbraun geworden. Ich habe kein Öl mehr gebraucht, ich hatte genug Olivenöl drinnen. Und wie gesagt, die Pfanne ist ja beschichtet. Müsst ihr aber für euch dann gucken, wie es bei euch passt. Und jetzt gebe ich noch meine 3 Knoblauchzehen dazu und lasse das nochmal schöne Minute kurz anrösten. Eine weitere Minute später, mit dem Knoblauch zusammen, kommen jetzt die 2 Esslöffel Chili Crisp Öl. Seht ihr, das sind nämlich auch so Chili-Flocken in dem Öl drin. Und davon nehmen wir jetzt 2 Esslöffel. Bei mir passt jetzt hier nur kein Esslöffel rein. Deswegen nehme ich jetzt so 5 Teelöffel. Dann sind das 2 Esslöffel. So. Und das lassen wir jetzt auch nochmal eine Minute lang hier mit drinnen. Es gibt auch das Chiliöl in Flaschen, dass ihr das aus so einem Flaschenhals ausdosieren könnt und nicht in so einem Glas. Ich habe jetzt so ein asiatisches Chiliöl. Ihr könnt aber auch das normale Chili Crisp Öl verwenden, also Chiliöl mit Chiliflocken und jetzt nicht asiatisch angekocht. Dann geben wir unsere Kokosmilch dazu. Die 230 Milliliter Kokosmilch cremig.
rollt das jetzt auch noch mal so 2-3 Minuten. Meine Pasta habe ich übrigens schon abgesiebt, die sind schon al dente. So. Noch so, ja, circa 3 Minuten, sage ich mal, dass das so eine schöne Konsistenz hat, also nicht mehr komplett flüssig ist, sodass wir dann auch unsere Pasta unterheben können. Also es muss jetzt schon so schön cremig werden, das dauert, kann auch 4 oder 5 Minuten dauern. Ich habe es immer noch auf niedriger Temperatur und in der Zeit werde ich jetzt noch meine frische Petersilie klein hacken. So, schaut mal, seht ihr, das wird jetzt so dick cremig. Und das ist jetzt die perfekte Konsistenz. Könnt ihr natürlich auch noch länger machen, aber ein bisschen Soße soll ja noch vorhanden sein, dass sich das vollsaugt. Deswegen, so ist es jetzt perfekt. Und meine Petersilie habe ich schon klein gehackt. Und da geben wir jetzt einfach unsere Pasta dazu. So, vorsichtig rein. So, jetzt einmal schön vermengen. So, erstmal schön aufsaugen lassen. Ich nehme mir jetzt aber 2 Gabel, damit das einfacher geht. So. Jetzt einmal schön hier mit der Soße vermengen. Boah, das duftet so lecker, ich sag's euch. Ja, und dann könnt ihr das jetzt noch mit Salz und Pfeffer abschmecken, ob ihr noch Salz und Pfeffer benötigt. Und dann kommt nur noch die frische Petersilie. Hier mitunter. Könnt ihr mit unterheben oder auch nur frisch drüber geben. Gebt ein bisschen hier was mit rein und dann noch als Topping. Ihr Lieben, meine Chili Crispy Öl Spaghetti Pasta sind fertig. So sieht das Ganze angerichtet aus. Ich habe da noch die frische Petersilie drüber gegeben. Zudem habe ich noch was ganz klein gehackt und mit untergemischt in der Pfanne. Salz habe ich noch einiges dazu gegeben beim Abschmecken und Pfeffer aus der Mühle noch ein bisschen. Ja, wirklich sehr, sehr scharf. Ihr könnt jetzt noch von dem Chili Crispy Öl noch was hier drüber träufeln zusätzlich. Ich persönlich mache es nicht. Ich muss sagen, das ist schon sehr an der Grenze. Für meinen Geschmack jetzt von der Schärfe. Mein Lebensgefährte wird bestimmt noch was drüber träufeln. Ja, macht es so, wie ihr mögt. Probiert es auf jeden Fall aus. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr es nachgemacht habt. Eigentlich hat man alles zu Hause, bis natürlich wahrscheinlich das Chili Crispy Öl vielleicht nicht. Aber müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und ja, würde ich mich sehr, sehr freuen. Über ein Abo würde ich mich natürlich umso mehr freuen. Deswegen lasst mir gerne eins da. Bis zum nächsten Mal.